Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lego der Herr der Ringe. Wir haben in der letzten Folge hier aufgehört und hatten in der letzten Folge einen ziemlichen Bug und deswegen musste ich das Ganze hier nochmal replayen, aber es war nicht okay, es ging ziemlich schnell. Und jetzt habe ich auch herausgefunden, wie wir hier wirklich an Boromir vorbeikommen, denn ich bin ja das letzte Mal irgendwie auf ganz komische Art und Weise ihm ausgewichen und ja, das war nicht wirklich die legitime Art und Weise. Und deswegen bauen wir uns jetzt hier einfach was Kleines zusammen. Ein Katapult, um genau zu sein. Ja, was auch immer, ne? Ich find's gut, dass er auch gar nicht davon irgendwie beeindruckt ist. Er steht da so, schaut sich um. War dieses Katapult hier schon immer? Ja, ich denke schon. So, Frage ist jetzt nur, wie lösen wir das aus? Wie lösen wir das aus? Einfach gegenschlagen. Okay, das ist eine Art, um das zu tun. Ich bin normalerweise gewohnt, dass man da irgendwie ein Seil oder so hat, aber naja. Und jetzt können wir hier nämlich auf ganz normale Art und Weise rüberlaufen. Klar, ein Katapult zu bauen ist normaler, als einfach nur so dort lang zu gehen. So, aber diesmal sollte uns auf jeden Fall dieser Bug dann nicht begegnen, worüber ich echt froh bin. Weil das war auf jeden Fall sehr, sehr komisch, dass das überhaupt funktioniert hat. Frodo. Naja. Ja, ja, Boromir. So, wir müssen auch nochmal kurz zu den anderen. Dann bin ich nämlich auch nochmal dorthin gelaufen. Was mussten wir hier nochmal tun? Übrigens nicht wundern, hier hinten bei der Stelle habe ich mir noch eine goldene Truhe gesnackt. Da konnte man nämlich ranspringen und sich die dann holen. Ich denke, das ist ganz gut, dass ich die noch mitgenommen habe. So, was konnte man jetzt hier tun? Ihr müsst dazu wissen, ich habe ein paar Tage nicht aufgenommen. Ich hatte ein paar Tage Pause, weil ich in Hamburg war, weil mich YouTube zu dem Creator-Event eingeladen hat, zum Creator Collective. Mal sehen, ob ich dazu noch ein Video mache. Ich konnte nämlich nicht so allzu viel filmen, aber es kommt auf jeden Fall noch ein Community-Beitrag drüber, denke ich. Deswegen bleibt da auf jeden Fall gespannt. Aber ja, genau, deswegen war ich halt ein paar Tage nicht zu Hause. Aber fühlt sich gut, wieder aufnehmen zu können. Fühlt sich gut an. So. Einmal bitte zusammenbauen. So. Genau, da konnte man rüberspringen. Genau, genau. Das habe ich jetzt auch noch in Erinnerung. So, ich meine, für euch war das gestern, für mich vor ein paar Tagen. So, da holen wir uns noch den blauen Stein. Hopp! Okay. Da lässt sich schon wieder was zusammenbauen. Also nehmen wir unsere Baukünste wieder in die Hand. Und ich bin froh, dass das Ganze dann doch wieder auf normale Art und Weise hier funktioniert. Und ja, ich meine, das letzte Mal, da standen wir vor dem Auge und es ist einfach nichts passiert. Das war dementsprechend also nicht so vorteilhaft. Aber was soll's. Passiert auch mal den Besten. Ich sag nicht, dass ich einer der Besten bin. Ah, guck mal, hier ist das. Ah, okay. Dann müssen wir wieder zurück zu Frodo jetzt. Und dann treffen die wahrscheinlich gleich aufeinander. Das ist wahrscheinlich eigentlich das geplante Resultat aus den ganzen Aktionen hier. Guck mal, hier könnte zum Beispiel Legolas dann draufschießen. Wahrscheinlich gehen wir diesen Weg nochmal zurück, oder? Also würde ich jetzt sagen. Glaube ich. Oder müssen wir denen jetzt entgegenkommen? Nee, auch nicht, oder? Kann ich da oben rauf? Ja. Schmeiß das Teil mal runter. Und was bauen wir jetzt schon wieder? Obskures. Ey, das ist ja sogar mal ziemlich normal. Das ist ja einfach ein Regal. Oder eine Leiter. Oder eine Treppe. Das ist doch ganz schön professionell gebaut. So. Werfen wir das Teil mal runter. Ich will gar nicht wissen, wie oft er jetzt schon Frodo gesagt hat. Ja, das sind wir. Das ist keine andere Gestalt. Wir werden Sauron nicht den Ring bringen. Was ist das für ein... Warum sollten wir? Hä? Das wäre doch auch voll die Enttäuschung für Gandalf, der sich in unseren Augen für uns geopfert hat. Wäre doch voll dumm. Als ob ich dann sage, ach naja, gut, okay, Gandalf eh tot. Bring ich den jetzt Sauron. Was habe ich zu verlieren? Ist ja nicht nur so, dass alle meine Geliebten damit auch draufgehen würden. Oh. Das hat ein bisschen wehgetan. Das ist eine seltene Gabe, habe ich als Achievement bekommen. Wie gesagt, ich würde Boromir soweit es geht auch wirklich verzeihen, weil... Ja, der ist halt... Er ist halt nicht er selber. Ist ein Snickers. Nee, wegen dem Ring ist er nicht er selber. Okay. Und hier sollte das jetzt eigentlich passieren, was wir schon gesehen haben. Nur, dass wir diesmal bestimmt auch was dagegen unternehmen können. Spam! Er darf den Ring nicht bekommen! Sauron, siehst du einen, hol dir den anderen.
Das ist aber auch gefährlich. Tja. Nehmen wir mal das Schwert auf. Warte, was? Um das leuchtende Objekt aufzuheben? Warum werden uns jetzt hier Sachen markiert? Das ist doch nicht so ein Ding, wenn wir mit Frodo jetzt das Schwert haben. Dunkle Gebiete erhellen. Achso, ja, das ist ja allgemein bekannt, ne? Oh, nein, das wollte ich nicht wegwerfen. Wir müssten halt einfach... Wo ist denn der gelandet, der Bursche? Den sehe ich ja nirgendwo hier. Hat er sich in Luft aufgelöst? So, das Schwert haben wir aber noch dabei. Ich wollte mich gerade sagen, Folge der grünen Spur, um was zu finden. Aber wir machen jetzt so eine kleine Schnitzeljagd hier. Was? Okay, Aragorn. Wo ist der Ring? Er hat sich Boromirs bemächtigt. Würdest du ihn vernichten? Ich wäre bis zum Ende mit dir gegangen. Geh, Frodo. Tja, die Orks sind mal wieder am Start. Beziehungsweise, sind das jetzt überhaupt noch Orks? Ja, natürlich, sonst würde ja das Ding nicht ausschlagen, weil die doch sehr rötlich aussehen. So. Die werden wir da oben mal abschießen. Hallo, kann der mal treffen? Legolas, du bist wohl doch nicht so ein getrauter Schütze, wie man denkt. Oh, drei Schüsse auf einmal? Okay, ich nehme es zurück. Ich nehme es doch ganz und gar zurück. Oh, da kommen aber auch wirklich eine Menge, ne? Die haben so eine, das ist wirklich, die haben so eine, diese ikonische Waffe. Die habe ich auch wirklich davor noch nie wirklich gesehen. Dieses, die haben so ganz komische Macheten, die hinten aber dann trotzdem so eine kleine Spitze haben. Das finde ich eigentlich eine interessante Designentscheidung. Weil theoretisch ist das gar nicht mal so dumm. Ja, kann ich den da hinten auf dem Turm bitte abschießen? Hallo? Nein? Okay. Alles klar. So. Ich finde es interessant, dass die in den Spielen haben die einfach volles Haar. Wenn man sich die Filme anguckt, sind da immer nur so ein paar Stoppeln noch oder so ein paar übergebliebene Haare von den Orks und hier haben sie einfach noch volles, schönes, glänzendes Haar. Also, denen wurde hier auf jeden Fall Besseres getan. Oh, guck mal, da hinten ist was. Zeig mal her. Ah, oh, Mist, dafür brauchen wir jemanden, der die silbernen Platinum-Teile hier zerstören kann. Haben wir leider noch nicht. Ich frag mich, wen wir finden, der das kann. Kann das vielleicht irgendwann Gandalf der Weiße dann? Das wäre natürlich ganz gut, ne? Aber da kann ich jetzt nichts gegen unternehmen. Aber warte mal. Ist noch so eine Statue, die wir einmal schlagen können. Achso, Speicher. Achso, nee, das war ein Dings. Ah ja, ja, klar. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Einmal kurz abspeichern. Warum nicht, ne? Nehmen wir uns noch ein bisschen was mit. Oh, guck mal, was haben wir denn da oben? Oh nein, da brauchen wir Sam für. Sam, du Bursche, wo ist er mal, wenn man ihn mal braucht, ha? Huh? Wo ist er? Okay, ja, ja, ich verstehe schon. So. Das ist mal kaputt. Aber da sollten wir auch so hinkommen, oder? Kommt mir eigentlich so vor, als wenn Legolas da hinspringen könnte. Aber erstmal müssen wir die Leute hier duellieren. Komm schon. Na? Natürlich kann er auf der Schräge nicht hoch genug springen. Wer kennt es nicht? Ja, okay. Das ist genau auf dem Millimeter abgemessen, dass du dann nicht hoch kannst. Selbst wenn ich mich auf diesen kleinen Pixel hier stelle. Aber könnte ich nicht theoretisch... Nee. Ich wollte gerade sagen, könnte ich nicht einfach Gimli hochheben, aber... Ich glaube, der kann dann auch nicht dorthin geworfen werden. Den setzen wir nämlich sofort runter, wenn er nicht gerade ein Ziel hat, was markiert ist. Vielleicht von hier? Nö. Ja, ja. Wir bräuchten theoretisch den Blumen. Bestia, wollte ich gerade sagen. Nee, wie hieß das? Keine Ahnung, hab das Wort vergessen. So. Boah, das sind so viele Orks. Aua. Das Horn Gondors. Boromir. Okay.
das erste Mal richtig Boromir spielen. Ich habe den nie so richtig gespielt, aber bisher... Oh mein Gott, ich glaube, ich hätte ihn öfter spielen sollen, oder? Ich glaube, das ist ein ziemlich guter Schwertkämpfer. Aber wir können leider nicht viel dagegen unternehmen, den da oben loszuwerden, glaube ich. Naja, ich glaube noch nicht. Ich glaube, der ist tatsächlich im Nahkampf und im Schwertkampf richtig gut. Der gute Boromir. So. Der natürlich den Ring an sich reißen wollte. Aber wie gesagt, ich verzeih's ihm. Vor allem, weil er sich jetzt ja auch... Naja. Wie gesagt, ihr kennt die Filme eh. Er wird sich ja nun mal aufopfern. So. Vielleicht habe ich auch deswegen nur diese Perspektive. Weil als ich den Film geguckt habe, ich mir gedacht, oh, was ein Arschloch, er nimmt sich den Ring. Aber wenn man dann halt... Wenn man dann weiß, was ihm geschieht, dann denkt man sich so, ach, naja, gut. Das hat er auch nicht verdient. Ja, warte mal. Wann kriege ich denn hier die Gelegenheit, mich mal gegen den guten Mann zu wehren da oben? Ich mag übrigens deren Gesichtsbemalung, die sie cool ist. Achso, oh, warte. Lass mich mal durch. Ein kleiner Hinterangriff. Hallo. Oh Gott. Nein. Da hast du es. Aber er steckt natürlich einiges mehr als nur einen Pfeil ein. Sonst wäre sein Name ja nicht Boromir, nicht wahr? Können wir mit ihm die Steine zerstören? Ja, ne? Wo man natürlich eigentlich auch denken muss, ne? Also gerade im Lego-Universum ergibt es natürlich gar keinen Sinn, dass er wegen dem Pfeil oder so stirbt, weil... Mir fällt nicht wirklich was ein, weswegen den Lego-Charakter überhaupt sterben könnte. Außer wenn alle seine Teile verloren gehen natürlich, ne? Könnte sagen, okay, ich nehme den Kopf, ich nehme den Torso und versteck sie alle. Nein! Okay, das ist die Geheimwaffe. Das ist die Geheimwaffe, scheiße. Ich habe nicht mit einem Besen gerechnet. Ey, trotzdem noch raus. Was kommt als nächstes? Eine Zahnbürste? Oh nein. Mir war klar, dass er das nicht standhalten wird. Ich wollte es halt extra nicht sagen, weil ich gedacht habe, wenn sie wissen, was für eine Schwachstelle er hat. Hä? Hallo? Ich habe gedacht, ich soll das spammen, aber okay, ja klar, kann ich auch so tun. Die klauen mich gerade einfach, was soll denn das? Lass die kleinen Leute los. Wie er hier lang stolpert mit seinem Besen im Torso. Ich, Boromir, der Meister der Besen, werde das tun, was noch niemand geschafft hat. Okay, komm. Achso, da vorne kann ich was zusammenbauen. Ja, ja, ich bin ein bisschen langsam gerade, es tut mir leid. Aber mir tut's gerade auch ein bisschen weh. Okay, los. Oh, nee, ich hasse so eine Springdings, aber es ging. Okay, und er ist besiegt. Meint man zumindest, glaube ich. Nein, die Banane. Oh. Nein! Die einzig richtige Schwachstelle von Boromir. Eine Banane. Oh wow. Nein, und dennoch... Okay. Was auch immer. Er steht noch. Er steht noch. Oh Gott, hat er jetzt viele Leben. Ja, das ist toll. Was machen wir denn da am besten? Ah, okay. Oh, nimm das. Weißt du, das ist verdammt unfair, Bananen einzusetzen. Wie viele Leute wohl wirklich eine Bananenallergie haben? Ich habe keine, aber ich mag nicht wirklich Bananen. Ich weiß nicht. Ich mag die Konsistenz von den Dingern nicht. Das ist halt so fadig irgendwie. Also es wirkt so, als wenn da so Faden drin wären. Und nee. Ich mag es gerne, wenn es irgendwie ein Saft ist oder so. Gerade auch so eine Kiba schmeckt auch lecker, aber... Nee, weiß ich nicht. Na komm runter, na los. Ja. Oh nein, Boromir.
Weißt du, davon, das überlebt er dann aber, ne? Kommt er zersprungen worden? Ja, aber die Banane, die ihm jetzt in der Brust steckt, ja, weiß ich, die könnte noch kritischen Schaden zufügen. Boromir, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, Sie werden aufgrund der Banane in Ihrem Brustraum leider sterben. Nein! Wie man darauf auch schon wieder kam, ne? Ich muss mir manchmal vorstellen, dass die Leute, die die Lego-Spiele machen, einfach so da sitzen und sich denken, okay, was könnten wir jetzt machen, was dem Original nicht entspricht, sondern so weit wie möglich fern davon liegt. Und dann haben die so gedacht, ach ja, lass einfach eine Banane nehmen oder so. Einfach, die haben wahrscheinlich einfach nur auf den Dings geguckt. Die haben wahrscheinlich einfach nur auf ihren Schreibtisch geguckt und haben geguckt, was da so drauf liegt. Und dann lag da einfach nur eine Banane. Ja. Sie haben die Kleinen. Bleib ruhig, Frodo. Ich versuchte, ihm den Ring wegzunehmen. Der Ring ist für uns jetzt unerreichbar. Ich weiß nicht, welche Kraft ich aufbringen kann, aber ich schwöre dir, weder wird die Weiße Stadt fallen, noch wird unser Volk versagen. Unser Volk. Ich wäre dir gefolgt, mein Bruder. Mein Hauptmann. Mein König. Lass es raus, Gimli, lass es raus. Sam. Los, komm. Tja, und in diesem Punkt wäre nun der erste Film geendet. Was macht der dort? Genau, an dem Punkt endet nämlich der erste Film und das Spiel natürlich nicht. Das wird jetzt direkt auf den zweiten Film auflauern. Das wäre auch ein bisschen kurz sonst für ein Lego-Spiel. Aber ja, wir machen direkt weiter, denke ich, im zweiten Kapitel dann. Und wir haben auch neue Charakter freigeschaltet. Und wie viele Prozente? 79. Naja, das ging auch schon schlechter. Daran mache ich mir jetzt immer ein Urteil. Und gerade so nicht die 300.000. Aber hey, wir können uns wahrscheinlich den nächsten Charakter kaufen, wenn wir einen finden. Eine Schatztruhe gefunden. Wie gesagt, die hätte ich sonst nicht gefunden. Hätte ich da nicht nochmal durchspielen müssen. Und dann geraten wir auch schon sozusagen in den zweiten Teil des Films. Und wir setzen die Geschichte fort. No. Ich glaube, Gimli kommt echt nicht drüber hinweg, ne? Ah ja, aber das kann er dann machen, ne? Frodos Schicksal liegt nicht länger in unseren Händen. Wir werden Merry und Pippin nicht der Folter und dem Tod überlassen. Lasst uns Orks jagen. Okay. Mordor. Mögen die anderen einen sichereren Weg finden. Streicher wird sich um sie kümmern. Sam. Gut, dass du bei mir bist. Nein, was? Wirklich jetzt? Das war's? Nein. Nein, was? Was? Du willst mir doch nicht sagen, dass das Spiel jetzt zu Ende ist. Ich habe jetzt gedacht, das geht jetzt einfach weiter. Ich bin ein bisschen überfordert, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht ist es auch einfach nur, um dann
trotzdem. Oh, okay, es geht weiter. Da habt ihr mir jetzt aber eine Angst eingejagt. Oh, ja. Ich habe nämlich so gedacht, dass das Spiel kann doch jetzt nicht vorbei sein. Wir haben doch gerade mal den ersten Teil abgeschlossen. Es gibt doch keine weiteren darauf folgenden Herr der Ringe-Lego-Spiele. Da war ich gerade wirklich ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Was ich aber noch erwähnen wollte, wer kennt's nicht, als Gimli sein Waffen-Upgrade hatte und seine Axt auf einmal eine Schrotflinte war? Das ist lore-accurate. Aber ja, genau, wir befinden uns jetzt sozusagen im zweiten Teil des Films. Es ist ja eine Trilogie, wie man ja eigentlich wissen sollte. Und dementsprechend müsste man die wahrscheinlich alle in das Spiel packen. Und deswegen sind natürlich auch manche Segmente wurden natürlich auch ausgelassen, weil sonst wäre es, glaube ich, wirklich viel zu lang. Aber ja, naja. Okay. Ja, hier geht es für uns in der nächsten Folge weiter. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Ich sag mal so, ich erwähne mal ein Wort und das heißt, na gut, sind zwei Wörter. Mein Schatz. Und ja, damit könnt ihr was anfangen, denke ich. Und dementsprechend, wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Lego der Herr der Ringe. Habt noch einen wunderschönen, ringereichen Tag. Lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Bye, bye.